Die Verkehrszahlen der Deutschen sowie selbstverständlich auch aller anderen Flughäfen werden dauerhaft beobachtet. Man führt ganz genau Statistik darüber, wie viele Personen in einem bestimmten Zeitraum den Flughafen nutzen, von dort aus abfliegen oder dort landen. Ist ja vollkommen logisch, denn das ist ja am Ende des Tages der wirklich interessante Messpunkt, um festzustellen, wie groß ein Flughafen überhaupt ist. Der Flughafenverband ADV hat jetzt aktuelle Zahlen für die deutschen Flughäfen vorgestellt, für das erste Quartal des Jahres 2019. Und weil da so wahnsinnig viel Dynamik drin steckt und es da viele interessante Punkte gibt, über die man mal sprechen kann, dachte ich mir, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Da hat sich nämlich viel verändert. Langfristig durch eine sehr, sehr große Air Berlin-Pleite, kurzfristig auch noch durch ein Germania-Verschwinden, das ja jetzt gerade mal 3 Monate ungefähr her ist. Also, da gibt es viel, worüber wir sprechen können, und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Es ist immer sehr interessant, das zu beobachten, wie viele Personen jetzt tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Flughafen hierzulande abgefertigt werden. Es ist interessant zu sehen, wo Wachstum stattfinden kann und wo man auf der anderen Seite aber eventuell auch wieder ein bisschen zurückstecken muss. Die Zahlen, die aktuellen Zahlen des Flughafenverbandes ADV, die geben einem da einen sehr detaillierten Überblick über das Ganze. Und besonders interessant wird es natürlich dann, wenn sich die Reihenfolge der größten Flughäfen hier in Deutschland ändert, wenn sich Plätze in der Rangliste durchtauschen. Und das ist auch hier in diesem Jahr, in diesem ersten Quartal des Jahres 2019 wieder der Fall. Und da fangen wir am besten doch direkt mal ganz oben auf der Liste an. Wahrscheinlich ist das nämlich, obwohl es der erste Platz ist, somit der langweiligste, weil es natürlich völlig klar ist, dass dort der Frankfurter Flughafen ganz oben in Deutschland steht. Dort wurden in den ersten 3 Monaten des Jahres 2019 etwas mehr als 15,1 Millionen Passagiere abgefertigt. Das sind nochmal fast 6 Millionen Passagiere mehr als an dem Flughafen, der auf dem zweiten Platz steht, und das ist der Münchner Flughafen. Damit schafft man in Frankfurt mal wieder einen sehr soliden Wert, ein solides Wachstum, und das kennt man so vom Frankfurter Flughafen schon seit Jahren. Die Kurve der Passagierzahlen, die sieht am Frankfurter Flughafen so ein bisschen aus wie die Lufthansa-Aktie im Jahr 2017. Sind so ein paar Knicks drin. Ansonsten ist das aber ein sehr stabiles, sehr gutes Wachstum. Und so schafft man es, am Frankfurter Flughafen jetzt in diesem ersten Quartal etwa 2,3% mehr Passagiere abzufertigen als noch im ersten Quartal 2018, also im Vorjahreszeitraum. Dabei profitiert der Flughafen selbstverständlich trotz kleiner Ungereimtheiten am meisten durch die Lufthansa. Diese Fluggesellschaft sorgt am Ende des Tages dafür, dass es so plötzliche große Schwankungen in den Passagierzahlen am größten Flughafen Deutschlands gar nicht richtig geben kann. Das ist alles sehr stetig und vor allem alles relativ vorhersehbar, was wiederum dafür sorgt, dass man langfristig mit einem Wachstum planen kann, was wiederum dafür sorgt, dass jetzt am Montag, also in ein paar Tagen, die Grundsteinlegung für das dritte Terminal am Frankfurter Flughafen stattfinden wird. Das neue Abfertigungsgebäude im Süden des Flughafens wird ja schon seit einigen Jahren geplant und man sieht dort selbstverständlich auch schon einige Veränderungen bzw. einige Vorbereitungen. Der erste Spatenstich ist mittlerweile auch schon wieder 3 Jahre her, aber wie gesagt, ab Montag wird das Ding dann da richtig aufgebaut und das neue Gebäude soll dann in der ersten Ausbaustufe eine zusätzliche Kapazität von bis zu 7 Millionen Passagieren bringen. Aktuell werden am Frankfurter Flughafen pro Jahr fast 70 Millionen Passagiere abgefertigt. Mit der eben genannten ersten Ausbaustufe bewegt man sich dann also im Jahr 2021 langsam aber sicher auf die 80 Millionen Passagiere, auf die 80 Millionen möglichen Passagiere zu. Und dann, wenn das Gebäude fertiggestellt ist, dann soll allein das Terminal 3 etwa 25 Millionen Passagiere pro Jahr schaffen. Und das ist schon mal eine sehr beachtliche Zahl. Das ist mehr als viele deutsche internationale Flughäfen schaffen können. Und dann kommt man am Frankfurter Flughafen also insgesamt auf eine mögliche Kapazität von 95 bis 100 Millionen Passagiere pro Jahr. Dazu soll sich mit Hilfe des neuen Gebäudes am Frankfurter Flughafen dann in Zukunft auch der Service und auch die Qualität des Services verbessern. Und das natürlich für Passagiere auf der einen Seite, aber auch für die eigentlichen Kunden des Flughafens, für die Fluggesellschaften auf der anderen Seite. Neue Start- und Landebahnen benötigt man am Frankfurter Flughafen übrigens nicht, denn da hat man ein sehr effizientes, sehr gut funktionierendes Bahnsystem schon jetzt. Und das kann laut aktueller Planung sogar nochmal bis zu 180.000 Starts und Landungen pro Jahr mehr bewältigen, als jetzt aktuell dort bewältigt werden. Das wären dann also, wenn man jetzt schon das gesamte Potenzial des aktuellen Bahnsystems ausnutzen würde, nochmal fast 500 Flugbewegungen jeden einzelnen Tag mehr. Und das ist schwer vorstellbar, das ist echt eine ganze Menge. Limitierender Faktor ist hier also zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall die Abfertigung. Danach kommen dann auch noch so Punkte wie zum Beispiel die Flugsicherung oder die eben angesprochene Servicequalität und die damit zusammenhängende Effizienz bzw. die Geschwindigkeit der Abfertigung. Und das sollte schon Grund genug sein für ein neues Terminal 3. Dieses neue Abfertigungsgebäude wird dann erst überhaupt die ganzen Flugverbindungen, die die Bahnen jetzt schon können,
die wird das neue Gebäude dann erst ermöglichen. Und das bedeutet in Frankfurt auf jeden Fall eine ganze Menge Protest. Nochmal deutlich mehr Protest, als es dort jetzt schon jede einzelne Woche immer wieder aufs Neue gibt. Auch Montag wird man bei der Grundsteinlegung selbstverständlich eine ganze Menge Flughafengegner antreffen. Nichtsdestotrotz bleibt der Frankfurter Flughafen, und das wird auch sicherlich noch eine ganze Weile so bleiben, die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland mit über 85.000 Beschäftigten. Aber gut, das also an Infos zum Frankfurter Flughafen. Auf Platz 2, ich habe es ja eben schon gesagt, kommt dann der Münchner Flughafen, der ebenfalls ein sehr beachtliches, sehr zufriedenstellendes Wachstum erzielen konnte, und zwar 3,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dafür wird sicherlich nicht zuletzt auch der ein oder andere Lufthansa A380 verantwortlich sein, den man in den letzten Monaten vom Frankfurter Flughafen aus zum Münchner Flughafen gestellt hat. Also in München konnte man in den ersten 3 Monaten des Jahres fast 10 Millionen Passagiere abfertigen. So, und jetzt kommt die erste wirklich spannende große Veränderung, und zwar befindet sich auf dem Treppchen der 3 größten Flughäfen Deutschlands jetzt auch der Flughafen Berlin-Tegel. Das ist damit ganz offiziell aktuell der 3rd größte Flughafen in Deutschland. Und das ist neu. Dafür ist ohne Zweifel die britische Billigfluggesellschaft EasyJet verantwortlich. Ihr erinnert euch bestimmt alle noch, als die sichere Air Berlin-Pleite vor der Tür stand, als dann das große Rätselraten losging, wer denn jetzt da alles bekommen wird. Die Lufthansa Group bekommt das meiste, bekommt den Großteil, das war recht schnell, wirklich klar. Aber sie konnten eben nicht alles bekommen. Und viele haben sich dann sehr gefreut, dass EasyJet mit auf der Interessentenliste stand. Die Fluggesellschaft hat es in recht überschaubarer Zeit geschafft, aus Berlin-Tegel ihre größte deutsche Basis zu machen. Außerdem haben sie sehr viele ehemalige Air Berlin-Mitarbeiter übernommen, die sich dann glücklicherweise eventuell keine Gedanken zum Beispiel über einen neuen Wohnort machen mussten. Dabei hat sich das Bild des Flughafens Berlin-Tegel innerhalb kürzester Zeit einmal komplett um 180 Grad gedreht. Was wirklich beeindruckend ist, der Berliner Flughafen Tegel konnte im ersten Quartal 2019 einen Zuwachs von knapp 16% erreichen im Vergleich zum ersten Quartal 2018, kurz nach der Air Berlin-Pleite. Das sind knapp 700.000 Passagiere mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, etwa 5,2 Millionen Passagiere wurden in den Monaten Januar, Februar und März am Flughafen Berlin-Tegel abgefertigt. Und das sind interessanterweise nochmal etwas mehr als 100.000 Passagiere mehr als am Flughafen in Düsseldorf, der jetzt eine ganze Zeit lang auf dem 3. Platz der größten deutschen Flughäfen stand. EasyJet belegt am Flughafen Tegel aktuell etwa ein Drittel der Marktanteile, hat dort 23 Flugzeuge gerade stationiert, dazu kommen nochmal 12 Maschinen am Flughafen Berlin-Schönefeld. Dort ist dann aber dafür Ryanair vermehrt vertreten. Damit ist Tegel einer der wenigen mittelgroßen deutschen Flughäfen, an denen Eurowings nicht ganz oben auf der Liste steht. Und es bedeutet natürlich auch, dass der Flughafen Berlin-Tegel gebraucht wird wie nie zuvor. Und da haben nur sehr wenig Berliner etwas dagegen. Denn Berlin-Tegel hat einige Vorzüge im Vergleich zum Flughafen Schönefeld und damit auch im Vergleich zum eventuell irgendwann mal eröffnenden neuen Berliner Flughafen. Vor allem ist das Stadtnähe, und auch generell konnte sich der Flughafen Tegel höchstwahrscheinlich in den letzten Monaten den ein oder anderen Sympathiepunkt erarbeiten, auch wenn er jetzt nicht zu den effizientesten oder wirtschaftlich lukrativsten Airports hier in Deutschland gehört. Aber Bedarf gibt es auf jeden Fall, man benötigt diesen Flughafen auf jeden Fall, das zeigen die aktuellen Zahlen. Und wer weiß, vielleicht führt das jetzt am Ende des Tages nochmal dazu, dass in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht nochmal ein bisschen Geld in die Schwächen des Flughafens Tegel investiert wird. Aber gut, damit weiter im Text. Düsseldorfer Flughafen, der steht jetzt also auf dem 4. Platz, ist damit vom Treppchen der größten deutschen Flughäfen runtergerutscht. Und nicht, weil es da irgendwie gerade nicht so läuft, sondern auch dort hat man das Air Berlin-Loch mittlerweile sehr, sehr gut überwunden und fährt mittlerweile ein sehr beachtliches Wachstum von 12,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Über Düsseldorf haben wir aber schon häufiger mal gesprochen. Eurowings ist dort ganz klar Nummer 1, hat dort mit der Langstrecke richtig ordentlich aufgefahren, und auch Condor beispielsweise konnte am Düsseldorfer Flughafen mit Hilfe der von Air Berlin gekauften jetzigen Thomas Cook Aviation ein richtig gutes Wachstum hinbekommen. Und somit findet man hier einen Standort, ähnlich wie auch Berlin-Tegel, der in den letzten 12 Monaten zumindest für die Passagierzahlen einige sehr positive Veränderungen durchgemacht hat. Ja, und dann findet man auf Platz 5 der Liste den Hamburger Flughafen. Der ist dort auch schon eine ganze Weile. Und der Hamburger Flughafen ist jetzt der erste Flughafen in dieser Liste, bei dem man kein Wachstum findet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dort findet man tatsächlich einen kleinen Verlust. Der sieht erstmal nicht weiter schlimm aus, aber ausbleibendes Wachstum ist für einen internationalen Flughafen wohl nie gut. Etwa 25.000 Passagiere hat man dort weniger gezählt als noch in den ersten 3 Monaten des Jahres 2018. Aber gut,
hilft ja nichts. Dann, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die Flughäfen Stuttgart und Köln. Auch die haben ihre Plätze getauscht. Der Kölner Flughafen liegt jetzt hinter dem Stuttgarter Flughafen und ist damit auf Platz 8 der größten deutschen Flughäfen. Köln musste in den letzten Monaten einige Rückzieher verkraften. Ganz besonders unschön war dabei natürlich die Eurowings-Langstrecke, die sich vom Kölner Flughafen komplett zu 100% in Richtung Düsseldorf verdrückt hat. Und nicht zuletzt das sorgte unterm Strich dann also dafür, dass der Kölner Flughafen jetzt ganz offiziell kleiner ist als der Stuttgarter Flughafen, der sich viel über Eurowings freuen konnte, aber über Eurowings Kurz- und Mittelstrecke. Der Kölner Flughafen hingegen, der hat ganze 8% Verlust zu verzeichnen. Interessant sind jetzt natürlich noch die Flughäfen, über die wir vor knapp 2,5 Monaten im Zuge der Germania-Pleite gerade noch gesprochen haben und damals so eine kleine Prognose aufgestellt hatten. Jetzt hat man die ersten echten Zahlen dazu oder die ersten Zahlen für einen etwas größeren Zeitraum und da geht es dann los, beispielsweise mit dem Flughafen Bremen. Der hat einen Verlust von etwa 15% zu verzeichnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Jahr 2018. Dann geht es weiter mit dem Flughafen Dresden, der wohl nach eigener Aussage schon einen Großteil der Germania-Lücken gefüllt hat. Dort hat man trotzdem einen Verlust von etwa 10% der Passagiere. In Münster-Osnabrück ist man mit etwa 7,5% im Minus, also tatsächlich noch ein bisschen besser dran als der Flughafen Köln. Naja, in Nürnberg sind es etwa 30%, die man als Verlust zu verzeichnen hat. Und der Flughafen Erfurt, der war in unserer Prognose schon in Anführungszeichen ganz oben mit dabei. Und da hat man tatsächlich ziemlich genau die Hälfte der Passagiere verloren. Also 50% Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018. Kleiner Funfact dazu noch am Ende. Am Flughafen Erfurt wurden damit in den ersten 3 Monaten des Jahres 2019 nicht mal ein Zehntel der Passagiere abgefertigt, die den Frankfurter Flughafen an einem Tag benutzen. Das nur mal so am Rande. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Wie gesagt, dann wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Schönen Samstagabend euch und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin und tschüss.